Jetzt müssen Sie mich einbuchen, ob sie nun passt oder nicht. Den haben Sie im Hafen liegen lassen. Heftiges Zeug. Herr Larsen, Sie nehmen einen Einbruch auf sich, den Sie überhaupt nicht begangen haben. Sie kreuzen hier nachts auf und sorgen dafür, dass Sie ganz sicher geschnappt werden. Glauben Sie, im Gefängnis gibt es die besseren Ärzte? Ich nicht die besseren, aber wenigstens welche, die mich behandeln. Remke zwingt Sie, sich selbst Kranken zu versichern. Was Sie mit dem bisschen Geld, was Sie verdienen, überhaupt nicht können, stimmt's? Na, zahlen Sie mal von 1000 Euro Miete und Krankenversicherung. Da wäre ich längst verhungert. Also haben Sie sich einfach gar nicht versichert? Ich war ja immer kerngesund, bis mir die Laderampe in den Rücken ist. Das mit Ihrem Rücken war ein Arbeitsunfall? Wenn ich jetzt aufmucke, meldet Remke mich. Dann darf ich erst mal ein paar Tausend bei der Krankenkasse nachzahlen, sagt er. Aber das ist glatte Erpressung. Das müssen Sie anzeigen. Ja, und am Ende bin ich der Dumme, der einen Berg Schulden am Hals hat. Nee, danke. Da gehe ich lieber freiwillig in den Knast und lass mir auf Staatskosten den Rücken sanieren. Nehmen Sie mich jetzt endlich fest.